Na, schön euch zu sehen. Was ist ja ein krasses Haus, oder? Das ist ein riesengroßes Haus. Sieht auch toll aus, ne? Sieht aber nicht nach Problemen aus. Ja, ne? Die ist so eine Hütte Garage oder? Ist schon groß. Boah, ist das, meinst du, die Halle, oder was? Hoffentlich hat er das nicht komplett voll. Ah, hallo. Grüß dich, Otto vom Trödeltrupp. Servus. Mauro vom Trödeltrupp. Mauro. Hi, Rudi. Schön, alle drei. Schön, dass du da bist. Kommst mit rein. Wow, da hast du aber eine große Wohnung, ne? Ja, das ist. Mein lieber Mann. Viel zu groß. Hallo zusammen. Hallo. Kann ich mir vorstellen. Boah, ist das riesig hier. Das sind meine Freunde. Ich fang mal hier an. Also, ich finde es super, dass alle drei auf einmal da gestanden sind. Ich bin ganz happy, ehrlich. Wirklich toll. Hör mal, du wohnst ja richtig feudal hier. Das ist ja richtig luxuriös. Ja. Richtig schön, ja. Warum sind wir denn eigentlich hier? Weil ich das verkaufen muss, weil es mir finanziell nicht gut geht. Warum musst du verkaufen? Schulden. Schulden? Ja. Was für Schulden? Ja, aufs Haus selber habe ich noch Schulden und das Finanzamt hat mir jetzt einen Kram abgedreht. Okay, wie viel hast du? Insgesamt habe ich, werden es ungefähr 500.000. Boah! Nichts ist so sicher wie der Tod und das Finanzamt. Entweder man zahlt oder man kommt hinter Gittern. Das muss er auf jeden Fall bezahlen. Die fänden ihm das Haus unterm Hintern weg. Also es ist wirklich höchste Eisenbahn hier. Warum musst du das alles jetzt aufgeben? Ja, ich gebe das jetzt auf, weil meine Frau vor 2 Jahren verstorben ist. Und ich habe da mein Geschäft auch aufgeben. Mich hat da nichts mehr interessiert. Darf ich wissen, wie deine Frau gestorben ist? Ja, sie war am Tag des Umzugs in der Früh hierher. Von Alpaching hierher, am Tag des Umzugs, ist sie in der Früh tot im Bett gelegen. Ach du Scheiße. Es tut mir sehr leid für Rudi. Seine Frau ist sehr tragisch an einem Herzinfarkt gestorben. Und das am Tag des Umzuges. Also als was Neues begonnen hat, war sie nicht mehr da. Und er stand da alleine. Boah. Es tut uns leid. Hammerhart. Und wie seht ihr die ganze Situation jetzt hier? Ziemlich schwer, das alles abzufangen jetzt. Also, das ist, wir haben viele Gespräche schon gehabt, und das Haus weg muss und die Lagerhallen alles, so, alles abstoßen muss und das alles weg muss, verkauft werden muss. Es ist einfach zu viel alles. Und jetzt muss irgendwo Ruhe und einfach auch diese ganzen Ansammlungen. Es finde ich aber super, dass ihr den dann so unterstützt und nicht hängen lasst. Und, Ja, und ich wäre es auch nicht weitergegangen. Nein, so eine Situation ohne Freunde, das geht, glaube ich, nicht gut. Nein, ich wäre total verloren gewesen. Also das ist richtig gut, dass der Rudi hier so tolle Freunde hat, weil ohne die würden wir hier gar nichts bewältigen können. Und wir sollen jetzt 500.000 Euro erwirtschaften? Wenn es geht um 50.000 mehr, dass ich nur in Urlaub fahren kann. Humor hast du ja. Ja, Humor, der muss bleiben. Das ist ganz wie viel klar. Sollen wir denn erwirtschaften für dich? Oder? Wie hoch ist deine Wunschsumme? So viel es geht, meine Wunschsumme wären so zwischen 15.000 oder 20.000 Euro. Das würde dann schon weiterhelfen? Ja, sicherlich, weil dann könnt ihr schon mal das Finanzamt ein bisschen beruhigen. Hast du denn auch genug Trödel? Trödel? Ja, ich frag mal, ja. Also, ich habe so viele Sachen, dass es unwahrscheinlich ist, aber nicht umsonst seid ihr wahrscheinlich auch zu dritt da, weil es ist unwahrscheinlich viel. Ja, bei so einer großen Location, da müssen wir uns natürlich aufteilen, damit wir hier alles sehen. Deshalb werde ich mit den Freunden mal losziehen und ich bin schon richtig gespannt. Alles klar, Jungs, ich sag dann bis später, ne? Tschüss, Otto. Also, und wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen am besten gleich in die große Halle. Oh, da geht's aber schon los hier. Dann Hammer. Das ist allerhand. Das ist ja echt. Oh Mann. Hier gibt's ja gar keine Wege irgendwie. Ja, die Halle ist eine Katastrophe, wenn ich mir das hier so angucke. Das ist nur reingeworfen worden. Das sieht auch nicht gerade sehr einladend aus. Ich finde es furchtbar. Sehr viel Masse, man kann sich hier kaum bewegen. Ich hoffe nur, dass wir
hier ein paar schöne Sachen finden. Was fehlt, sind ein paar Gänge, dass man mal langlaufen kann. Was hat denn deine Frau dazu gesagt, dass du halt... Ach, die hat es unterstützt. Echt? Ja, ja. Und warum habt ihr so viel Industriezeug hier, also von der Industrieküche quasi, wie so eine Imbissbude? Ja, ich bin einer, der gerne Feste feiert, große Feste. Und habe immer gern Freunde bei mir und habe das auch immer profimäßig gemacht. Wie siehst du denn diese Sache hier, Läuse? Ja, es war sehr schön, es war lustig. Und ja, der Rudi ist halt auch ein kleiner Größenwahnsinniger. Er hat so einen Weiher, dann hat einen großen Grill organisiert. Dann haben da 20 Kinder gegrillt worden und fast Bier aufgemacht worden. Und es ist ein Irrsinn. Und ich brauche eine komplette Gastronomieausstattung, wenn ich heute ein Fest mache mit 20 oder 25 Personen. Ja, Rudi und seine Frauen waren wie Pech und Schwefel. Beide hatten die gleichen Interessen und man sieht das Ergebnis. Die haben nur gesammelt, die haben nie was verkauft. Er sagt ja, mit dir hätte ich Pferde stehlen können, aber ich glaube, das hätten sie gekauft. Das ist die erste Garage hier? Das ist die erste Garage. Oh. Mein lieber Mann, wie sieht die denn aus? Das ist ja, was hat er denn hier gemacht, sag mal, in der Halle? So, ich mach dir mal Platz hier. So, mein Gott, er hat aber auch Zeugs hier, ne? Also, es schlägt einen jetzt. Also, von außen sieht es aus wie eine kleine Garage, aber von hier drin, also, es ist richtig groß und total durcheinander. Weil die Regale sehen ganz anders aus. Er hat alles schön nach der Reihe aufgestellt. Wobei ich mich frag, was will man mit so vielen Stoßstangenlack? Wisst ihr, was er damit gemacht hat? Keine Ahnung. Guck mal hier, scheibenklar. Aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Büchsen. Scheibenklar. Scheibenklar. Aber Rudi hat er nie gekauft im Einzelpack, sondern in Massen. Jawohl. Ja. Wahnsinn. Was hast du den denn hergekriegt? Den hat meine Frau mitgebracht. Ja, aber ist das nicht viel zu schade, so ein Ding hier einfach nur so vergammeln zu lassen? Ja, freilich ist schade, aber man hat aber nie die Zeit gefunden, das herzurichten. Aber schade halt, weißt du, du hast wirklich viele schöne Sachen hier, die du einfach so... Die vergammelt sind? Ja. Ja, ich weiß nicht, was mich und meine Frau da geritten hat. Alles, was man halt gekauft hat, wollte man halt haben und benutzen. Aber habt ihr ja nicht. Ihr habt es ja nur gelagert. Ja, das ist richtig. Ich habe halt gedacht, die schönsten Stücke richtig her und restauriere die für unsere gemeinsame Wohnung. Und den Rest wollte ich dann verkaufen. Rudi sagt, er hat viel gesammelt, weil er im Rentenalter diese Sachen dann fertig machen wollte. Er wollte wirklich viele Sachen besitzen. Tja, aber was will er jetzt damit? Man darf auch nie vergessen, es kommen auch immer andere Zeiten. Was hast du dafür bezahlt? Für alles, für das Zeug, was hier drin ist? Keine Ahnung. Schätze es einfach mal. 50.000, 60.000. Boah, Rudi, da hättest du das Finanzamt zweimal bezahlen können. Ja, richtig. Das ist rausgeschmissenes Geld. Er hätte es auf die Bank packen sollen und sich jetzt, wo er das Geld braucht, hätte er sich ja da bedienen können. Aber er hat es halt in sinnlose Sachen angelegt. Und das ist sehr schade, weil er braucht jetzt das Geld. Die Not ist hier sehr groß. Also, gab es da auch öfters mal Zank oder Streit zwischen euch? Es hat sehr oft Streit gegeben bis letztes Jahr. Was ich ja persönlich nicht ganz so verstehe auch. Das sind Sachen da drin, da haben 10 Flexen dort. Oh. Oder 10 Exzenterschleifer. Oder es ist was gekauft worden, dann ist es einfach reingeschmissen worden. Wo ist jetzt die Flex? Luis, hast du die Flex gesehen? Nein, habe ich nichts gesehen. Ach, Scheiße, ab ins Büro, zack. Ja. Wieder neu bestellt, ja. Anderen Tag in der Früh war es wieder da. Also es ist eine ganz furchtbare Situation hier, auch für Rudi. Es gab ja schon Streit mit seinen Freunden. Das sind die Menschen, die ihn gerade Halt geben. Ja, ich kann das nicht verstehen. Der hätte eigentlich viel eher auf die Freunde hören sollen. Dann hätte der diese Desaster hier nicht gehabt. Und dennoch stehen sie zu ihm. Ja, finde ich super. Tolle Freunde. Ja, das ist du lieber Mann. Überraschung. Ach du Scheiße. Geht das bis da hinten hin? Ja. Ist das alles seins? Ja. Du lieber Mann.
Mensch, 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 was hat der denn hier alles gesammelt? Boah, ich bin richtig geschockt. Boah, die, guck mal, die ganzen Fahrräder da oben. Die sind Posträder. Posträder? Alte Posträder, jawohl. Hammer. Was wollten der damit machen als Erinnerung? Anscheinend, keine Ahnung. Ich meine, wenn die natürlich restauriert sind, da sind das schöne Räder. Also ja. Da gibt es Sammler für. Oder Leute, die sowas lieben, so alte Fahrräder, ne? Guck mal alleine die Lampen vorne drauf, wie schön die sind. Mhm. Mit dem Schalter noch, das ist super. Also ich denke, dass der Otto sehr gutes Gefühl hat, die Sachen hier einzuschätzen, was man verkaufen kann, was wirklich an den Mann gebracht werden kann und was wirklich auch Schrott ist. So, was haben wir da noch? Guck mal, Tesafilmrollen. Wie viel hat er denn da gesammelt? Der Rudi hat nie in Einzelteilen gekauft. Ist entweder im 10er-Pack oder 100er-Pack. Oder in Paletten. Hammer. Ist auch schon vorkommen. Hier auch diese Keilrippenriemen. Weißt du, da brauchst du einen von. Und nicht gleich 20, 30 Stück. Sag mal, wie schätzt ihr das eigentlich ein? Er sagt, er will sich von einem trennen. Meint ihr das? Macht er wirklich? Also, ich bin zwiegespalten, sage ich mal, was das Thema betrifft. Ich weiß, dass er denkt, er muss das machen. Weil so kann er nicht mehr weitermachen. Er muss es ja machen, ja. Aber wollen will er nicht eigentlich, ne? Da tut er sich sehr schwer, von vielen Sachen so einfach zu trennen. Weil er sieht alles als wertvoll an und es sind alles seine Schätze. Ich bin gespannt. Ja. Ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen, ob er es macht. Und was die anderen Jungs da auch noch entdeckt haben oder entdecken. Oh, das ist aber schön. Wo hast du das denn her? Das ist ein alter Eiswagen, oder was ist das? Das ist ein Eiswagen, ja. Den habe ich von einem Antiquitätenhändler gekauft. Aber cool. Cooles Ding. Der hat ein paar Mängel. Ja, hier zum Beispiel dieses Brett, das ist nicht so schön. Da muss man gehört eine Glasscheibe rein. Also das ist ja eine Reproduktion. Das ist ja kein Original aus den 50er Jahren. Und du wolltest die unbedingt haben? Ich wollte die unbedingt haben. Lass mich raten. Wenn du Geburtstagsfeier hast, kommen viele Leute. Da sind wahrscheinlich auch Kinder dabei. Und dann hast du so eine Eismaschine oder so einen Eiswagen, wo du den Kindern Eis geben kannst. Woher kennst du mich?